Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, diesmal hat der Übergang reibungslos geklappt. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Webinarreihe Berufstätige Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Falco Block, ich bin Zertifikatespezialist bei der DZ Bank in Frankfurt und ich möchte Sie als Moderator durch das heutige Webinar begleiten. Gleich zu Anfang wieder meine übliche Frage, dass wir auch alles hier gut technisch gelöst haben, ob ich denn gut zu sehen und auch zu verstehen bin. Vielleicht mag der ein oder andere mir da kurz im Chat mal eine Bestätigung schreiben. Sieht gut aus. Wunderbar, alles okay, wunderbar. Ja, was für ein Krimi gestern, könnte man sagen. Verlängerung und dann noch Elfmeterschießen für die von Ihnen, die das EM-Spiel gestern verfolgt haben. Ja, und das Interessante oder vielleicht auch das Tragische, was man sagen muss, zwei der Schützen, die ja auf britischer Seite eingewechselt worden sind, sind, wenn ich es richtig gesehen habe, nur eingewechselt worden, weil sie eigentlich so zuverlässige Schützen waren. Und leider hat das Ganze von der Taktik her des Trainers dann doch nicht so funktioniert. Vielleicht war der Druck für die, man muss ja einfach sagen, auch einfach zu jungen oder sehr jungen Spieler dann einfach doch zu groß. Ja, und da muss man einfach sagen, die Erfahrung bei Menschen zeigt eigentlich immer dann doch, wenn wir uns sehr großen Stresssituationen gegenübersehen, dann ist es halt immer einfach schwierig, dass der Verstand rational und wirklich ohne Emotionen reagiert, dass wir uns auf einen Punkt fixieren und uns nicht eventuell von unserem Bauchgefühl leiten lassen. Der Mensch ist normalerweise so gepolt, bewegt er sich in großen Stress, als erstes, ja, dass der Atmen, die Atmung wird hochgefahren, der Puls steigt, die Hände werden feucht, wir sehen uns eigentlich eine Art Fluchtreflex und es gibt eigentlich heutzutage kaum noch Situationen, wo wir das eigentlich benötigen. Das ist eigentlich ein Überbleibsel aus der Zeit des Neandertalers. Aber leider können wir diese 500.000 Jahre Evolution nicht abschütteln. Auch heute begleitet uns das noch. Wenn der Druck dann zu groß wird, das zeigt sich teilweise auch an den Börsen, um die Analogie dahin zu springen. Ja, und ich habe Emotionalität, ich habe Druck, ich habe Gier. Dann schaltet das Gehirn teilweise in einen sogenannten Automodus. Und ich habe Schwierigkeiten, meine Rationalität wirklich so auf den Punkt zu bringen, wie wir es an der Börse eigentlich bräuchten, denn Emotionalität ist im Privatleben sicherlich vorteilhaft, auch gewünscht. Der will schon mit einem komplett unemotionalen Menschen zusammenleben. An der Börse hat es meistens wenig verloren, weil man muss dort entsprechend rationale Entscheidungen treffen und das fällt vielen von uns natürlich sehr, sehr schwierig. Umso einfacher oder umso wichtiger könnte man dann sagen, ist es eigentlich deswegen, dass man sich vorher gewisse Verhaltensregeln darlegt, dass man weiß, man kann sich auf diese Situation vorbereiten, was passiert, wenn ich in eine Situation gerate und was mache ich, um mir klare Regeln vorlege und ganz wichtig natürlich auch diese dann einhalte und nicht sage, wenn mein Stop-Loss bei einer Aktie erreicht ist, ach, so schlimm ist es doch gar nicht, das ist nur ein Ausrutscher, ich lege noch mal ein paar Stops unten dran oder dass ich sage, die Aktie hat Gewinn erzielt, jetzt nehme ich sie entsprechend auch mit. Und um Ihnen hier heute diese Regeln so ein bisschen an die Hand zu geben, um Ihnen ein bisschen Unterstützung zu geben, wie auch Sie Ihre Trading-Strategie oder Anlagestrategie finden können, dafür das heutige Webinar, zu dem ich heute wieder unseren Referenten und einen Spezialisten im Bereich Psychologie und Trading-Analyse ganz herzlich begrüßen darf. Es ist der ehemalige Fondsmanager und heutiger Performance-Coach André Stagge. André, ganz herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder dabei bist. Hallo Falco, schön hier zu sein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zu unserer Agenda. Dazu schalte ich eben meine Folien an und dann übertrage ich den Bildschirm. Einen kurzen Moment bitte. Und dann können wir gleich mit dem Thema starten. Es dauert immer einen kurzen Moment, bis Sie das sehen. Ich sehe noch nichts. Siehst du schon was, André? Ich glaube, es dauert aktuell heute ein bisschen. Jetzt ist was zu sehen. Wunderbar. Heute ein bisschen langsamer. Auch noch im Feiermodus. So, wie ist die heutige Agenda? Wir beginnen mit der kurzen Frage, die ich Ihnen stellen möchte. André hat nachher auch noch ein paar kurze Fragen für Sie mitgebracht, aber ich möchte so meine ein bisschen zum Anfang stellen, um Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmer, hineinzuholen in unser heutiges Webinar. Dann geht es eben zum Thema Disziplin beim Anlegen und Traden. Wie können Sie eine klare Strategie für die Praxis vor allem auch finden? Da wird André heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aus seinem langjährigen Erfahrung, die entsprechend ja auch als Portfolio-Manager eines großen Fonds, einer großen Fondsgesellschaft erfahren konnte. Ihre Fragen, wie immer an dieser Stelle, stellen Sie die gerne im Chat. Wir gucken immer wieder in den Chat hinein, werden zwischendurch diese Fragen, wenn Sie dann an der Stelle sinnvoll sind, direkt beantworten. Ansonsten haben wir nachher noch wieder Zeit für eine Frage- und Antwortrunde, aber treten Sie jederzeit gerne in den Diskurs vor uns. Es soll ja hier keine Frontalbeschallung sein, auch wenn wir jetzt
immer noch keine Möglichkeit haben, dass wir Sie direkt mit reinholen. Aber stellen Sie Ihre Fragen im Chat. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen direkt in Kontakt zu treten. Ja, dann wie immer an dieser Stelle unsere rechtlichen Hinweise. Bei dem Webinar hier handelt es sich um eine Werbung, das möchte ich betonen. Und das Webinar richtet sich ausschließlich an Interessenten mit einem dauerhaften Wohnsitz in Deutschland. Das Webinar richtet sich ausschließlich an kundige Selbstentscheider, die bereits Erfahrung mit Hebelprodukten und Anlagezertifikaten haben. Alles, was wir heute hier besprechen, dient lediglich zu Demonstrationszwecken, ist entsprechend nicht als Empfehlung zu verstehen und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Hebelprodukte, wenn wir sie heute hier nennen, beinhalten erhebliche Risiken. Dazu ist zum Beispiel der Totalverlust gemeint bei einer Verletzung der Knockout-Barriere oder auch wenn der Emittent seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, beispielsweise bei einer behördlichen Anordnung oder einer Insolvenz, kann auch hier ein Totalverlust eintreten. Dann kommen wir jetzt zur Kurzumfrage, die ich hier stellen möchte. Die schalte ich jetzt eben live. Kurzen Moment. Und da müsste sie jetzt gleich kommen. Genau, die Frage, die ich quasi heute schon mal stellen möchte, haben auch Sie denn bereits eine Anlage- oder Trading-Strategie? Das lasse ich jetzt mal so ganz offen. Da kann ja jeder entsprechend sein eigenes Stellungnahmen zu haben, aber sagt, ich habe was Großes, ich habe was Kleines, ich habe große oder kleine Regeln. Einfach mal so heute als Stimmungsbild wollen wir Sie ja mal reinholen, meine Teilnehmer und Teilnehmer. Die Frage ist, haben Sie bereits eine solche Trading-Strategie? Und dann lasse ich die noch mal ein paar Sekunden laufen. Bereits 70% haben abgestimmt. Herzlichen Dank für Ihre rege Teilnahme. Das freut uns sehr, dass Sie immer so schnell mit dabei sind. Ein paar Sekunden möchte ich noch warten, bis sich es nicht mehr bewegt. So, ich glaube, jetzt hat es sich langsam eingependelt. Und dann würde ich jetzt die Umfrage schließen. Es ist, wie gesagt, nur eine kurze Stimmungnahme, die wir haben wollen. Und natürlich das Ergebnis auch übertragen. Ich habe vorhin mit André schon mal gesprochen. Wir hatten ja das Webinar, glaube ich, im Mai schon mal gehalten. Auch da habe ich diese Frage gestellt. Ich glaube, es hat sich jetzt nicht drastisch verändert. Wobei doch, ich glaube, wir haben ein paar mehr Nein als Ja. Die Frage ist ja immer, was ist eine Trading-Strategie? André wird nachher entsprechend seine Trading-Strategien hier mitbringen. Aber so als Stimmungsbild auch für dich vielleicht, André, dass du schon mal weißt, wir haben also schon relativ viele Leute, die eine Trading-Strategie haben. Aber wie gesagt, wir haben immer ein paar gute dabei und man muss ja nicht nur ein einziger haben, sondern man kann hier entsprechend auch mehrere fahren. Dann will ich wieder zurück auf die Folien gehen. Jetzt ausblenden, ne? Kurz Moment. Wieder zu sehen ist meine Folien. Da sind sie, wunderbar. Ja, dann kann ich sagen, Kurzumfrage beendet. Und jetzt, André, übergebe ich gerne das Zepter an dich und mit der Frage, ja, wie kann ich denn Disziplin beim Anlegen und Traden beherrschen und Emotionalität von der Börse denn ein wenig entfernt halten? Danke dir. Ja, vielen Dank, Falco, für diese wunderbare Einleitung. Und ohne Emotionen geht es nicht im Leben. Das hast du ja schon schön gesagt. Das ist wie rational verlieben. Das macht sicherlich auch gar keinen Spaß. Von daher lohnt es sich ja auch, über das Beste aus beiden Welten zu sprechen, über die Emotionalität auf der einen Seite und die Rationalität auf der anderen Seite. Und wenn 65% eine Strategie haben, dann ist das extrem viel und zeigt eben, wie gut qualifiziert die Teilnehmer heute auch sind. Die nächste Frage, die sich automatisch anschließen könnte, ist, wie oft setzt du deine Strategie wirklich konsequent um? Wenn es gut läuft, wahrscheinlich öfter. Wenn es 5, 6 Mal hintereinander schlecht läuft, wahrscheinlich nicht mehr so gut. Und genau das soll heute das Thema sein. Beim letzten Mal ging es ja mehr um intrinsische Psychologie. Heute geht es stärker um angewandte Psychologie, um das Thema Strategie und Umsetzung. Wir werden über drei ganz konkrete Strategien sprechen. Eine komplett neue, die ich auch sehr ausführlich vorstellen möchte, auch mit den entsprechenden Produkten von der DZ Bank. Und dann noch zwei Erweiterungen. Und ich möchte sehr stark darauf eingehen, wie man diese Strategien dann eben optimal auch umsetzen kann. Also wie man es schafft, auch in Zeiten, wo die Performance vielleicht nicht so ist, wie man sich das erwünscht. Das heißt also immer nur im Plus, wie man es dann eben schafft, auch an seinem Plan festzuhalten. Oder anders ausgedrückt, wie man schafft, die Emotionalität im EM-Finale mit einem England-Trauma dann wirklich so zu sehen, dass man eben durchzieht und Vollspann schießt und nicht so den Ball einfach nur rechts unten leicht in die Ecke schiebt, wo es dann vielleicht für den italienischen Torwart auch etwas einfacher ist. Damit schalte ich die Kamera mal aus und schalte dementsprechend die Folien an. Die müsste man schon sehen. Gerne kurz einen Hinweis auch im Fragenfenster, ob das Bild jetzt zu sehen ist mit der Unterlage. Ich denke, das hat funktioniert. Ich schaue noch mal rein. Die Technik gut funktioniert. Der Harald sagt, ja, das funktioniert wunderbar. Und damit freue ich mich auch auf eure Fragen und Anregungen. Ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, immer zu duzen. Das ist nicht böse gemeint. Aber aus dem institutionellen Umfeld als Portfoliomanager bin ich ja eher das Sie gewohnt.
Aber an der Börse ist das Du ja eigentlich viel angenehmer und psychologisch bleiben Botschaften mit dem Du auch besser hängen. Deswegen erlaubt mir bitte das vertrauensvolle und respektvolle Du für das Webinar heute Abend. Und wenn ihr mich siezen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Dann werde ich auch per Sie-Form im Fragenfenster antworten. Ja, worum geht es heute? Strategie und Umsetzung. Ich denke, das ist entscheidend. 65% haben eine Strategie. Und für diejenigen, die schon eine haben, da wird es vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, wie man sie noch besser in die Praxis umsetzen kann. Für die 35%, die noch keine haben, gibt es auf jeden Fall einen Hinweis. Auch ich muss den Haftungsausschluss zeigen. Alles, was ich mache heute, ist mit den Strategien natürlich sehr konkret und kann eben direkt auch in die Praxis umgesetzt werden. Es darf und soll aber bitte nicht als Anlageempfehlung verstanden werden. Das darf ich gar nicht aus rechtlicher Sicht, sondern ich möchte hier ausbilden, ich möchte weiterbilden und einfach ein Stück weit meine Ideen mit an die Hand geben. Und ich mache das schon sehr lange. Ich bin seit über 25 Jahren an der Börse unterwegs, bin eben auch Performance Coach. Das heißt, ich berate Trader und Investoren dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe mich selber sehr viel coachen lassen, gerade in Amerika, beim Brad Steenberger, bei Fantab. Ich war sehr viel unterwegs, gerade international, und habe dann eben auch angefangen, andere Portfolio-Manager damals bei meiner Gesellschaft zu unterrichten, hauptsächlich eben Junior-Portfolio-Manager. Und die sind alle gut ausgebildet, die hatten alle auch eigene Strategien. Und da ging es hauptsächlich um das Thema Umsetzung. Und was für mich im Coaching immer sehr gut funktioniert, ist das sogenannte ATM-Modell. Und den einen oder anderen bekannten Namen habe ich bei den Teilnehmern schon gesehen, deswegen eine kurze Kurzumfrage von mir. Kennt ihr eigentlich schon das ATM-Modell? Ich werde es gleich natürlich erklären. Einfach nur mal für mich so ein Überblick. Naja, ist das jetzt schon bekannt? Wie gesagt, das ist jetzt kein gängiges Modell, was in 1000 Büchern erklärt wurde, sondern das ist meine Entwicklung aus der Praxis heraus, wo ich für mich gemerkt habe, das ist der schnellste und einfachste Weg, gerade für Jungbörsianer Strategie gut in die Praxis umzusetzen und vor allen Dingen auch ein einfacher Trick, wie man wirklich über dieses ATM-Modell auch mit vielleicht wenig Vorwissen oder auch wenn man schon erfahren ist, ganz einfach und klar seinen eigenen Investmentprozess verbessern kann. Also gerne kurz abstimmen. Ja, ich kenne das ATM-Modell schon, habe davon vielleicht schon mal in der Traders gelesen oder auch an anderer Stelle. Nein, das ist mir komplett fremd und das Ergebnis ist schon eindeutig. Vielen Dank auch fürs Abstimmen. Ich kann die Umfrage damit hier auch schließen. Also 15% sagen, ja, sie haben davon schon mal gehört, vielleicht im Rahmen meiner Ausbildung oder bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und 85% sagen, nein, völliger Quatsch, kenne ich nicht. Die Frage ist, brauche ich das? Meiner Meinung nach ja. Hör dir die Idee gerne mal an, dann kann ich das auch ein bisschen ausführlicher vorstellen am Anfang. Denn die Grundidee ist dabei sehr banal, aber für mich absolut zielführend und einfach. Ich muss sagen, das war für mich das entscheidende Modell, wie ich es geschafft habe, von einem durchschnittlichen Trader wirklich zu einem guten Portfolio-Manager mit vielfachen Auszeichnungen, mit wirklich über 500 Millionen Euro Gewinn an der Börse und eben jetzt auch als Privatier, wie ich es geschafft habe, wirklich für mich sehr viel Ruhe und sehr viel Gelassenheit in meinen Trading-Prozess reinzubringen. Weil eine Strategie zu haben, ist das eine und 65% haben die. Das andere ist, diese Strategie auch wirklich relativ emotionsarm umzusetzen. Ganz ohne Emotionen, das ist Quatsch, das geht niemals. Mr. Spock gibt es nicht da draußen und das ist auch gut so. Aber es zu schaffen, auch gerade in schweren Zeiten, wenn ein Drawdown da ist, und da würde ich auch eine Strategie zeigen, die aktuell nicht so gut funktioniert, wie man sich das wünscht. Aber gerade in diesen schweren Zeiten zeigt es sich eben, wie ein Trader, ein Investor wirklich sich auch an seinen Plan hält. Und was ich entwickelt habe, ist dieses ATM-Modell. Das ATM-Modell steht für die drei wichtigsten Rollen, die jeder von uns an der Börse hat. Klingt vielleicht schizophren, denn eigentlich geht es ja nur darum, die richtige Aktie zu kaufen oder das richtige Wertpapier und damit dann eine Menge Geld zu machen. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, ist ein Investmentprozess, wie ihn jeder Portfolio-Manager hat und wie er an der Universität auch ausgebildet wird, ist ein Investmentprozess immer aus drei Teilen. Also er besteht immer aus drei Teilen. Das bedeutet also, wir sind verschiedene Anforderungsprofile und die habe ich probiert in diesem Modell abzubilden, um sie eben im Coaching zu integrieren und wichtiger noch natürlich, um sie auch selber umzusetzen. Und der erste Teil, das ist das, was wir heute auch machen. Das sind die drei Strategien, die ich zeigen darf. Das ist das, was objektiv, rational, kognitiv, also mit dem Geiste, ganz gut fassbar ist. Das ist die klassische Analyse. Also jeder der treuen Zuhörer hier am Montag, der wird wissen, es gibt viele gute Analysten, viele Profi-Trader, die bei der DZ Bank ihre Ideen weitergeben. Und das sind eben klassische Analysen. Da gibt es dann über eine Stunde eine sehr gut hergeleitete Investment- oder Trading-Idee. Und heute gibt es eben eine sehr konkrete Strategie, die wir uns anschauen. Und die kann man eben umsetzen, die kann man handeln. Die Analyse selber ist sehr objektiv. Das spricht die Menschen an, die eben Zahlen, Daten, Fakten mögen. Und das hat überhaupt nichts mit der Emotionalität der Börse zu tun. Denn die Emotionalität der Börse, die wird hier in meinem Modell durch das T dargestellt. Das ist nämlich der Trader. Und da merkt man schon,
Naja, eigentlich ist es doch ähnlich. Ich habe die Analyse DAX Long und dann kaufe ich den DAX über ein Zertifikat zum Beispiel und bin dann entsprechend engagiert. Aber hier ist ein großer Unterschied. Wenn diese obere Welt vom Analysten noch sehr stark auf Fakten basiert, ist diese untere Welt des Traders sehr emotional. Also ein gutes Beispiel ist, ich mache wirklich eine stundenlange Analyse. Ich komme zu dem Schluss, dass XYZ eine ganz klare Kauf- oder Verkaufsentscheidung ist. Dann handle ich das plötzlich und bups, auf einmal ist diese rationale Analyse gar nicht mehr so viel wert. Der Falco hat es gerade schön angesprochen. Was passiert denn, wenn ich meinen Stop-Loss 3, 4, 5, 6 Mal nach unten setze? Ja, irgendwie ist mein Stop-Loss, was ich hier eigentlich analysiert habe, vielleicht dann doch falsch. Und das ist ein großer Konflikt. Das habe ich halt in mir selber sehr oft festgestellt oder auch im Coaching sehr oft dieses Problem gesehen. Wenn hier Analyse und Trading zum gleichen Zeitpunkt passiert. Also zum Beispiel, ich habe einen Stop-Loss. In der Analyse habe ich gesagt, die Aktie muss ich bei 100 kaufen und bei 90 darf ich die dann wieder verkaufen. Also müsste ich ja einen Verlust von 10 nehmen. Aber in dem Moment, wo 90 erreicht ist, kommt mein Trader jetzt nicht wie eine kalte Hundeschnauze an und sagt, oh, die Position ist bei 90, ich muss verkaufen, alles klar. Sondern auf einmal fängt ein Dialog an. Der Trader spricht mit dem Analysten und sagt, Mensch, die Aktie war ja bei 100 schon im Kauf, dann müsste sie bei 90 ja auch im Kauf sein. Also lass uns mal vielleicht das Stop-Loss auf 80 setzen, denn es fühlt sich für mich als Trader gar nicht gut an, wenn ich jetzt einen Verlust von 10 Euro einloggen muss. Und das ist ein Problem, weil in dem Moment, wo Analyse und Trading miteinander verbunden wird, ohne das direkt zu wollen, weil diese meisten Prozesse im Trading passieren ja unbewusst, so wie es beim Elfmeterschießen gestern auch war, da spielt sich ganz viel auf der emotionalen, neuronalen Ebene ab. Und sobald diese Dialoge entstehen, wird es schwierig, weil man kann das Rationale und das Emotionale nicht mehr auseinanderhalten. Und so ist es eben bei guten Entscheidungen, brauchst du beides. Du brauchst den Kopf und den Bauch. Meiner Erfahrung nach ist es sehr schädlich, wenn die Analyse und die Umsetzung der Trader tatsächlich zusammenlaufen. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich war im Fonds für beides zuständig. Also wir haben sowohl im Fonds die Analysen gemacht. Die gingen teilweise über Wochen, Monate, Jahre, über Bloomberg-Daten, sehr viel Number Crunching. Und ich werde dir auch eine Strategie heute noch sehr, sehr ausführlich zeigen. Und dann ging es auch in die Umsetzung. Und die Umsetzung war dann nur der Bruchteil einer Sekunde. Man hat die Order zu einem Trading Desk geschickt, der hat es dann für einen entsprechend gehandelt. Aber trotzdem war das immer ein sehr emotionaler Moment, denn aus dem Gedankenwirrwarr ist eben eine Analyse geworden und das ist dann in den Markt gekommen und hat eben plötzlich zu Gewinnen und Verlusten in Millionenhöhe geführt. Und das ist eben eine ganz andere kognitive Belastung. Und wenn du eben beide Rollen gleichzeitig ausfüllst, kann das sehr schwierig werden. Und deswegen hast du so einen Vermittler in dir und du solltest ihn zumindest haben in diesem Modell, also Analyst, Trader und Manager. Und dieser Vermittler ist der Manager. Das ist derjenige, der eben den Analysten und den Trader zur Disziplin ruft. Das ist derjenige, der einen Investmentprozess ganz klar aufzeigt. Und das ist auch derjenige, der das ganze Business, und ich sage bewusst Business, weil wenn von Hobby, wenn Börse für dich ein Hobby ist, dann sei dir bewusst, dass du dafür Geld ausgibst. Und wenn es professionell ist, musst du es als Business verstehen. Du brauchst einen Businessplan, du brauchst ein Trading Journal, du brauchst die richtige Software, die richtigen Programme, du brauchst die richtige Weiterbildung. Das weißt du alles auf einer rationalen Ebene, aber ob du dir wirklich die Arbeit machst und emotional dann durchgehst und auch diese Schmerzen erleidest, denn wenn du zum Beispiel ein sehr extrovertierter Typ bist, dann bist du jemand, der unglaublich gerne tradet, der gerne Trades in den Markt reingibt, das macht dir total Spaß. Analysen macht zum Beispiel dann nicht mehr so viel Spaß oder auch so ein Trading Journal oder so ein Prozess aufzubauen, das wird dann schon richtig gehend langweilig. Und die Idee aus dem ATR-Modell ist für mich, Analysen, Trading und Management zu verbinden, also drei Stühle quasi zu besetzen, drei Positionen in diesem Trading-Business zu haben, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Und ich mache mir immer wieder bewusst, das, was ich heute vorstellen darf, das sind zum Beispiel im ersten Teil klassische Analysen. Da bin ich in der analytischen Welt objektiv mit dem Kopf. Das umzusetzen, auch im P&L, also mit Gewinnen und Verlusten auszuhalten, das macht der Trader. Und am Ende vom Quartal oder vom Jahr abzurechnen, um zu gucken, war denn jetzt mein Business überhaupt erfolgreich, das macht der Manager. Denn wenn zum Beispiel der Analyst hier fünfmal eine sehr, sehr gute Analyse macht, der Trader das fünfmal ausgezeichnet ausführt, fünfmal hintereinander ein Verlust entsteht, könnte man ja sagen, das war alles Käse. Ist es aber nicht, denn fünf als Anzahl ist an der Börse nicht viel. Deswegen sei dir immer bewusst, wie in einem normalen Business auch. Es gibt teilweise Monate, Quartale, im schlimmsten Fall sogar Jahre mit der Corona-Krise, wo ein gut funktionierendes Business nicht funktionieren kann. Und dann gibt es andere Jahre, wo das fünf, sechs, zehnfache wieder verdient wird. So ist es an der Börse auch. Und für mich dieses ATR-Modell, die Verbindung Analyst, Trader und Manager, ist eben entscheidend für meinen Börsenerfolg seit 25 Jahren, ist entscheidend für meine Karriere im Fondsmanagement und ist genau das, was ich jetzt auch anwende. Und um das ein bisschen praktischer zu machen, wenn wir über Strategien und Umsetzung sprechen, möchte ich das in einem ganz klaren und einfachen Prozess einmal für dich durchlaufen. Wir fangen an mit der Analyse. Also ich habe jetzt
die Idee, ein Trader mit Bauchgefühl funktioniert für mich eh nicht, sondern es braucht ein klares Konzept, es braucht eine klare Struktur. Deswegen habe ich hier auch diesen wunderbaren Satz vom Edward Stemming: Ohne Daten bist du nur eine Person mit einer Meinung und Meinungen verdienen an der Börse kein Geld. Und es ist völlig egal, ob deine Strategie, also dein Analyst sagt, der Börsenbrief XYZ hat immer die perfekten Signale. Wenn du das konsequent umsetzt, ist diese Analyse durch den Börsenbrief ergeben. Oder du sagst hier, einer deiner Lieblinge am Montag, der eben eine tolle Analyse macht, der hat immer recht, der hat super Signale, die setze ich konsequent um, auch wenn er 3, 4 Mal hintereinander falsch liegt, weil ich weiß, auf die letzten 100 Trades hat er deutlich Geld verdient. Auch das wäre eine Analyse. Das Wichtige ist hier nur, du solltest dich nicht nach deinem Bauch richten, sondern du solltest erstmal objektiv nach deinem Kopf gucken, solltest also Zahlen sammeln. Und wenn du ein Zahlen, Daten, Faktenmensch bist, ist das toll. Wenn du jemand bist, der das nicht so mag, dann wirst du eher nach dem Bauch entscheiden. Und das kann gefährlich sein, weil du dann immer wieder Strategie-Hopping betreibst und dann zählst du vielleicht zu den 65% mit Strategie, aber heute hast du eine andere Strategie als morgen und übermorgen. Und das ist meiner Erfahrung nach für den Börsenerfolg nicht besonders hilfreich. Und um dir eine ganz einfache und vor allen Dingen auch eine sehr aktuelle Strategie zu zeigen, erstmal in der rationalen, in der objektiven Welt, möchte ich dir die Strategie zur Bundestagswahl zeigen. Das ist die Strategie, die nennt sich Wahlgeschenk. Das ist für mich eine Strategie, die ich sehr gerne nutze, die leider nur sehr, sehr wenige Signale hat, aber gerade deswegen eben im Juli hier für uns vielleicht eine tolle Möglichkeit gibt. Ich will nicht zu tief darauf einsteigen. Du weißt ja, wie die Bundestagswahl funktioniert. Ich möchte nur kurz die wichtigsten Bullets reinbringen. Und die Idee der Strategie ist ganz einfach. Die kennst du wahrscheinlich auch schon. Politische Börsen haben kurze Beine. Den Spruch, denke ich, kennen die meisten von uns. Und trotzdem bringt so eine Wahl ja immer Unsicherheit über die politischen Entwicklungen, über die entsprechenden Regierungsbildungen. Und wie man das ausnutzen kann, das zeige ich dir ganz konkret analytisch mit einer ganz einfachen Idee. Und wie du das im Trading dann umsetzt, darüber sprechen wir dann gleich. Also die Bundestagswahl nochmal kurz, ein paar Bullets dazu, dient eben der Bestimmung der Abgeordneten. Das ist klar, ist im Artikel 39 im Grundgesetz geregelt. Und sie findet in der Regel, das ist auch interessant, nicht immer, aber in der Regel alle 4 Jahre statt. Es gibt da die Wahlperioden, die werden entsprechend festgesetzt. Das ist auch alles im Grundgesetz in dem Artikel 63 und 68 entsprechend geregelt. Und es gibt eben Möglichkeiten, das zu verlängern. Im Verteidigungsfall gehen wir mal dieses Jahr nicht von aus. Und der Termin für die Bundestagswahl wird vom Bundespräsidenten festgelegt. Und das Schöne ist, wir haben schon einen Bundeswahltermin, einen Bundestagswahltermin. Das ist eben dieses Jahr der 26.09. Ich weiß das so gut, weil das mein erster Hochzeitstag sein wird. Also hier haben wir schon mindestens mal eine statistische Kenngröße, an der wir uns orientieren können für eine Strategie. Wir haben zum Beispiel ein Event, klassische Eventstrategie, mit dem 26.09. der Bundestagswahl in Deutschland. Dann gibt es ein Bundestagswahlrecht, das ist eben definiert, wie sich der Bundestag dann zusammensetzt. Da gibt es eben verschiedene Prinzipien, alles gut und schön, wissen wir soweit. Und es gibt die Anzahl der Abgeordneten, einfach nur um das ein bisschen zu umreißen. Das ist also ein klar definierter Prozess. Das hat nichts mit Meinung zu tun, nicht ich meine, irgendwann im September wird gewählt, sondern es ist ganz klar, jeder Fondsmanager, jeder Privatanleger, jeder Geldentscheider in Deutschland weiß, am 26.09. ist die Bundestagswahl. Und dann können wir eben diese Prämisse, diese Nullhypothese überprüfen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ja, politische Börsen haben kurze Beine und eventuell könnte vor einer Wahl Unsicherheit herrschen und nach einer Wahl könnten dann die Investoren zum Markt zurückkommen, kann man darauf aufbauend eben eine einfache Analyse machen, objektiv, rational und kann sie durch seine eigenen Gefühle, durch sein Trading dann noch ein Stück weit verbessern. Ich habe einfach mal geguckt, naja, wie war das denn so in der Vergangenheit? Die letzte Wahl war am 24. September 2017, da habe ich die Strategie auch schon gehandelt und die nächste Bundestagswahl, das hatte ich schon gesagt, ist dann im September 21. Es gab aber auch weitere Bundestagswahlen, mehr als die 16, die ich hier aufgeführt habe, 61, 65 und so weiter. Aber ich habe diese Strategien mir angeschaut und ich brauchte ja auch Daten. Ich möchte nochmal an das Zitat vom Anfang erinnern. Ohne Daten bin ich nur ein Typ mit einer Meinung. Natürlich könnte ich jetzt hier meine Meinung vorstellen, aber ich möchte gerne meine Analyse mit Daten, Zahlen und Fakten belegen, damit du dir deine eigene Meinung bilden kannst, ob diese Analyse dann für dich auch einen Mehrwert gibt. Also was habe ich gemacht? Ich habe hier die Bundestagswahlen von 61 und danach angeguckt. Warum stelle ich das so breit vor? Weil das ist für mich auch Psychologie. Denn umso besser du deine eigene Analyse, umso besser du deine eigene Strategie verstehst, umso länger du sie vielleicht auch schon handelst, umso einfacher ist es dann auch emotional durch deinen Trader im ATM-Modell diese Strategie umzusetzen. Das Schlimmste ist, wenn du von jemand anders eine Analyse übernimmst oder vielleicht sogar eine Strategie, wie die Strategie, die ich dir heute vorstelle, und du es dann aber nicht schaffst, die gut umzusetzen, weil einfach kein Vertrauen da ist. Du handelst sie einmal, zweimal, dreimal, dreimal liegst du daneben. Und dann kann die beste Strategie der Welt für dich nicht funktionieren, weil du emotional als Trader einfach nicht in der Lage bist,
diese Strategie umzusetzen. Ein schönes Beispiel ist, es gibt viele Trendfolgestrategien, die durchaus gut funktionieren. Also Trendfolge bedeutet niedrige Trefferquote, 30, vielleicht 40%, aber dafür einen hohen Profitfaktor. Wenn du gewinnst, gewinnst du eben deutlich mehr, als du verlierst. Aber du musst es aushalten können, 5, 6, 7 Mal hintereinander zu verlieren. Das können die meisten nicht. Deswegen muss die Strategie immer zum Trader passen, ich denke. Das hast du auch schon mal gehört. Also, wir kennen die Wahltermine, wir wissen, was die Bundestagswahl ist. Jetzt zu der eigentlichen Idee. Wie gesagt, das ist ja alles noch völlig unemotional. Das ist rational. Das ist objektiv greifbar. Das ist eben ganz einfach. Und was ich jetzt annehme und was ich eben auch beobachtet habe mit meinen Zahlen, Daten, Fakten, ist, der DAX weist ein spezielles Verhalten um den Wahltermin auf. Also nicht nur zur Bundestagswahl direkt selber, sondern schon davor und auch danach. Hiervon konnte man in der Vergangenheit als cleverer Investor profitieren. Und wenn du mit der Strategie an diese Idee glaubst, auch in der Zukunft, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Schön, dass die Strategie 30, 40, 50 Jahre funktioniert hat. Aber glaubst du tief in deinem Inneren emotional, glaubst du dir selber, dass die Strategie auch weiter funktioniert? Auch bei den 65%, die ja geantwortet haben vorhin, glaubst du denn daran, dass deine Strategie wirklich funktioniert? Bist du da bereit, Geld draufzusetzen? Immer wieder, auch wenn es eine Zeit lang nicht funktioniert. Und die meisten sagen, ja, ja, natürlich. Aber wenn sie dann im Drawdown sind, also Verluste haben, dreht sich diese Meinung oft. Die Grundidee dabei ist, dass vor einer Wahl Unsicherheit an den Aktienmärkten existiert. Macht vielleicht durchaus Sinn, weil Investoren nicht wissen, welche Regierung an die Macht kommt und was es für die Wirtschaft bedeutet. Und nach einer Wahl, ja, nach einer Wahl haben die politischen Börsen vielleicht kurze Beine und diese Unsicherheiten, die im Vorfeld eingepreist wurden, verschwinden dann vielleicht im Nachgang an den Aktienmärkten. Bedeutet also, vor der Wahl kann es tendenziell fallen, nach der Wahl kann es tendenziell steigen. Das ist eine ganz einfache Analyse, kann man als Trader weiter noch verbessern. Aber das ist die Prämisse, mit der wir arbeiten können. Da muss man schauen, wie setzt man das jetzt um? Also was ich dir gleich zeigen werde, und ich werde dir das Excel auch kurz zeigen, damit du weißt, wie viele Daten da auch analysiert werden. In meinem Backtest, also in meiner mathematischen Auswertung, schaue ich mir den Bundestagswahltermin selber an, aber ich nehme den nicht als Referenzpunkt, sondern ich betrachte einen Zeitpunkt, der 5 Tage nach der Bundestagswahl ist. Also um das nochmal ganz klar zu sagen, wenn am 26. die Wahl ist, dann würde ich eben hier nicht am 26.09., also am Sonntag, den Cut-Off-Termin nehmen, sondern ich würde die Handelswoche danach noch abwarten und würde dann erst Anfang Oktober diesen Cut-Off haben, also plus 5 Handelstage. Ich schaue mir auch immer Handelstage an, kommen wir gleich nochmal zu. Warum nehme ich nicht den Bundestagstermin selber? Weil das ist klar, direkt in der Wahlnacht sind vielleicht im besten Fall alle Stimmen schon ausgezählt, im schlechtesten Fall noch nicht. Ist ja zum Beispiel auch in den USA ein großes Thema gewesen mit der Präsidentschaftswahl. Aber danach weiß ich ja auch noch nicht, selbst wenn alle Stimmen ausgezählt wurden, welche Regierung jetzt an die Macht kommt, welche Koalitionen sich bilden, wie das vielleicht im Parteiprogramm auch miteinander dann korrespondiert. Deswegen 5 Tage nach der Bundestagswahl ist mein Referenzpunkt. Und was ich jetzt mir anschaue, ist eben auch, wenn nach dem Wahlsonntag hier die endgültigen Ergebnisse vielleicht schon bekannt sind, herrscht dann noch Unsicherheit, was die Wahl dann eben tatsächlich für die Wirtschaft bedeutet, welche politischen Bündnisse es gibt, welche Ämter verteilt werden, welche Koalitionen es gibt, wer Minister wird und. Das ist also direkt nach der Wahl meistens noch sehr unklar und in der Woche dann nach dem Termin wird das so ein bisschen klarer gefasst. Deswegen macht es für mich hier Sinn, diese 5 Tage danach zu setzen. Also soweit, so gut. Und von der Strategie, die nenne ich Wahlgeschenk, kannst du einfach profitieren, wenn du eben 40 Handelstage, nicht Börsen, nicht Wochentage, sondern Handelstage, also hier 40 Handelstage oder 8 Wochen, vor dem Referenzpunkt auf fallende Kurse im DAX setzt. Das ist Anfang August. Ich werde dir nachher auch noch eine Möglichkeit geben, wie du dich daran erinnern kannst. Also wenn du 40 Handelstage vor dem entsprechenden Event auf fallende Kurse setzt und dann also nicht die Bundestagswahl, sondern die plus 5 Tage und 40 Tage danach auf steigende Kurse setzt, dann hättest du ja aus dieser Grundidee heraus mit der Analyse, ja, politische Börsen haben kurze Beine, danach geht's hoch, aber vorher bedeuten Wahlen Unsicherheit, hättest du ja zumindest erstmal so eine Überlegung, eine ganz klare Strategie, um es am einfachsten zu halten. Vor der Wahl fällt der Markt, nach der Wahl plus 5 Tage steigt der Markt. Das ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Und um es nochmal klar zu sagen, ich bin also 35 Handelstage vor der entsprechenden Bundestagswahl am 26.09. short. Dann bin ich weitere 5 Tage auf fallende Kurse positioniert, um dann im Anschluss, also Anfang Oktober, 40 Handelstage, 8 Kalenderwochen auf steigende Kurse im DAX zu setzen, um diese Grundidee abzubilden. Ich glaube, das ist ganz klar und ganz einfach auch verstanden. Gesamte Investmentperiode, 80 Handelstage, wie gesagt, vorher Short, danach Long. 40 Tage setzen wir auf fallende Kurse. Wie der Trader dann sein Zertifikat rausfindet und welches Risiko er bereit ist einzugehen, dazu kommen wir gleich. 40 Tage danach
setze mehr auf steigende Kurse. Ich handle jeweils den DAX. Wie gesagt, ich habe mir das auch für andere Märkte angeschaut, aber wir bleiben hier erstmal in Deutschland. Und da geht es schon los. Für den Backtest selber seit 1961 habe ich keinen Stop-Loss und keinen Profit, Take-Profit vorgesehen. Aber ein guter Trader, der weiß ja genau, gerade wenn er gehebelt im Markt ist, er braucht ja einen Stop-Loss, wenn seine Idee eben nicht aufgeht. Und vielleicht macht auch ein Take-Profit Sinn, wenn zum Beispiel ein charttechnischer Bruch sich andeutet oder eben anderweitig aus der Intermarket-Analyse hier noch Informationen kommen. Also man kann das dann durchaus noch erweitern, aber die Grundanalyse selber, die möchte ich sehr einfach halten. Ich möchte es auch nicht überoptimieren, weil ich ja in Anführungszeichen nur 16 Wahlperioden habe. Mehr hat mir hier die deutsche Geschichte nicht gegeben. Und die Strategie hatte ich erst für 80 Tage getestet. Ich zeige dir auch gleich das Excel dazu, damit du ein Gefühl für die Daten bekommst. Und da siehst du eben, wie hier seit 1961 diese Strategie sich verhalten hätte. Also wenn ich die 80 Handelstage, wie gesagt, zeigt dir das gleich auch für 40 Tage, das ist noch ein bisschen weiter optimiert. Aber wenn ich jetzt schon diese 80 Handelstage vorher auf fallende Kurse gesetzt hatte, habe ich hier einen durchschnittlichen Gewinn von 6% gehabt. Und wenn ich die Tage danach entsprechend long bin, habe ich eben auch einen durchschnittlichen Gewinn von 4% gehabt. Also vorher mit Short habe ich im Durchschnitt 6% verdient, auf fallende Kurse gesetzt, danach mit Long habe ich im Durchschnitt 4% verdient. In 10% für einen Trade alle 4 Jahre ist ohne Hebel, wie gesagt, kein schlechtes Ergebnis. Was aber auch auffällt, was man in der Analyse ja auch sehen kann, man kann die Strategie natürlich jetzt hier noch ein Stück weit verbessern. Zum Beispiel hier, diese Zeit ist ja nichts passiert. Da ist fast die ganze Periode plus minus null oder auch hier zum Beispiel. Hier ist nichts passiert. Also man kann die Analyse jetzt mit diesem Startpunkt der Idee, wenn ich einfach die Prämisse habe, vor der Wahl runter, nach der Wahl long, Strategie und Umsetzung, kann ich die ja noch ein Stück weit optimieren. Und was ich hier zum Beispiel machen kann und was ich auch für dich gemacht habe, ist, ich habe mir das nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 40 Tage um die Wahl mir das anschaue, dann kann ich mein Chance-Risiko-Verhältnis, darauf gucke ich als Portfolio-Manager immer gern, weiter verbessern. Das heißt, hier ist dieser Cut-off. Also hier ist quasi Anfang Oktober dann. Hier wäre dann quasi der 26.9., der 35. Handelstag, 26.9. Vorher würde ich wieder auf fallende Kurse setzen, nachher würde ich wieder auf steigende Kurse setzen und dadurch könnte ich eben hier die Performance nochmal etwas weiter verbessern. Also die Sharpe Ratio, das Verhältnis zu Gewinn zu Verlusten, ist eben hier nochmal deutlich besser, wenn ich eben 40 Handelstage vorher short bin und 40 Handelstage dann entsprechend long bin. Ich denke, die Idee ist relativ einfach und ich glaube auch, wenn ich im Chat gucke, hat das jeder verstanden. Hier schreibt der Peter nochmal, danke, dass du nachfragst. Heißt es, dass du bis zum 30.07.2021 long bist und ab dem 2.08. short? Nein, das heißt es so nicht. Also wir gucken uns erstmal nur diese Strategie an, Peter. Und der genaue Cut-off-Datum, das ist der 9.8. Vom 9.8. bis Anfang Oktober würdest du auf fallende Kurse setzen. Und Oktober, November würdest du auf steigende Kurse setzen, die 40 Handelstage. Aber was davor passiert oder auch danach, sagt man erstmal gar nichts dazu. Also alles bis zum 30.07. ist hier in dieser Strategie gar nicht mit drin, sondern quasi ab dem 9.8. setzt du hier auf fallende Kurse bis 5 Tage nach der Bundestagswahl und danach dann auf steigende. Ich zeige dir aber auch gleich, wo du das noch entsprechend dann auch als Erinnerung bekommst. Vorher aber, naja, das sieht doch so, finde ich, schon mal nicht schlecht aus. Also wenn das mein Depotverlauf wäre, wäre ich doch für eine Strategie durchaus zufrieden und man kann das ja immer mit weiteren Strategien auch noch kombinieren. Sieht also nicht schlecht aus. Vielleicht mal kurz hinterfragt, warum ist das so? Was könnte die Erklärung sein? Investoren mögen generell keine Wahlen. Das kann ich gut bestätigen. Also als Portfolio-Manager, wenn du bei Kunden bist, ist es immer leichter auch zu sagen, naja, ist irgendein riskantes Ereignis, sei es eine Bundestagswahl oder irgendwas anderes, was einem so ein bisschen Ungemach macht. Und dann wird der Kunde das auch verstehen, wenn du eben keine größeren Risiken eingehst. Wenn da jetzt keine Probleme irgendwo sind, dann kannst du eher auch mal ins Risiko gehen. Andersrum, der Kunde wird auch eher Mittelzuflüsse erzeugen, wenn er eben gerade denkt, es ist eine ruhige Investmentperiode, wo es sich lohnt, Geld anzulegen, wenn er gerade sehr besorgt ist, weil zum Beispiel eine Wahl oder irgendwie ein Krieg unmittelbar bevorsteht oder zumindest gerade köchelt, dann wird er eher unsicher sein und das Geld vielleicht nicht investieren. Wahlen bedeuten daher immer Unsicherheit, auch klar Politikwechsel. Wir haben ja in Deutschland auch so ein bisschen das Thema für die Börse, wenn es eben rot, rot, grün wird in irgendeiner Form, wenn dann eben Abgeltungssteuer wieder abgeschafft werden soll und Einkommensteuer und. Da gibt es ja ganz, ganz viele Modelle oder wie man die Wirtschaft auch entsprechend treffen kann. All das ist ja eben auch nicht unbedingt optimal für die Börse, weil Unsicherheit ist schlecht und man weiß nicht, welche Konsequenzen die Politik dann für die Wirtschaft haben möchte. Trotzdem, nach der Wahl, das ist häufig so, man muss sich einigen, man muss Kompromisse machen, viele Wahlversprechen werden nicht umgesetzt, aber trotzdem ist die Unsicherheit erstmal da.
Und vielleicht ist die Unsicherheit auch ein Stück weit unbegründet. Und wenn sie dann aus dem Markt raus verschwindet, kann der Markt, also die Börse, der DAX in unserem Fall, nach der ersten schlechteren Phase, wenn das Risiko vielleicht ein bisschen rausgenommen wurde, danach wieder steigen, weil die Investoren zurückkommen und sagen, na, war doch nicht so schlimm und gibt doch wieder, keine Ahnung, schwarz, rot, schwarz-grün, schwarz-gelb, was auch immer, und die Wirtschaft geht so weiter. Wird man dann sehen, aber man ist eben eher bereit, noch ins Risiko wieder reinzugehen. Ich denke, das ist klar. Für die Börse heißt das, dass Investoren ihre Aktien vor der Wahl eher verkaufen und Kasse machen, gerade auch die institutionellen, vielleicht sogar auf fallende Kurse setzen, nach den Wahlen tendenziell zum Markt wieder zurückkehren und die Mittelzuflüsse dann eben diesen Kursverlust vorher wieder auffangen. Und das ist psychologisch eben auch sehr gut zu begründen. Psychologisch kann man sagen, die Psychologie und die Interessen großer Investoren spielen hier eine wichtige Rolle. Manchmal ist es wichtiger, Verluste zu vermeiden, als Gewinne zu machen. Was soll das heißen? Du hast eben als Institutioneller, das weiß ich im Fondsmanagement nur zu gut, ganz andere Anreizmotive, als wenn du privater Investor bist. Ein Fondsmanager, und das ist vielleicht am Anfang nicht leicht zu verstehen, der ist viel stärker daran interessiert, immer wieder kleine Gewinne zu machen und bereit, dann einen großen Verlust zu nehmen, als ein Privatanleger. Also der optimale Privatinvestor, der sollte viele kleine Verluste machen, um dann einen großen Gewinn zu erzeugen. Im Fondsmanagement bin ich genau andersrum motiviert. Ich möchte viele kleine Gewinne machen, kriege jedes Jahr meinen Bonus, um dann eben vielleicht einmal einen großen Verlust zu machen, wie mit der Lehman Brothers Krise, wo die anderen Fondsmanager dann auch verlieren, wo die Wettbewerber, die Konkurrenz auch verliert. Und dann habe ich zwar einmal sehr viel verloren, blöd für den Anleger, aber nicht so schlimm für meine Karriere. Und klingt vielleicht hart, aber das ist auch einer der Gründe, warum ich jedem raten würde, sich eher selbst auszubilden. Und dafür ist das Webinar ja heute auch gedacht. Und das Geld nicht einem Fondsmanager blind zu geben für die hohen Gebühren, weil er eben vielleicht auch nicht die optimalen Anreize hat. Aber das nur am Rande. Durchaus, wie gesagt, kann es Sinn machen, gerade in Börsenjahren, die gut laufen, vor einer Wahl auch mal Gewinne mitzunehmen. Institutionelle Investoren neigen generell dazu, bei Risiken, von denen jeder Kunde weiß, Stichwort Wahl, weil es irgendwo in der Zeitung stand oder eben offensichtlich ist, die Investitionsquoten zu reduzieren. Das habe ich vielfach im Fondsmanagement auch beobachtet. Jeder Kunde versteht es auch, wenn man vor einer Wahl zum Beispiel Risiken etwas untergewichtet und sich vorsichtig positioniert. Ich denke, rational ist das verstanden. Warum gehe ich da so ausführlich drauf ein? Weil diese Rationalität eben auch für Strategie und Umsetzung entscheidend ist. Ich kann dir die beste Handelsstrategie der Welt geben. Wenn du nicht emotional daran glaubst, dann wirst du sie nicht umsetzen können. Das funktioniert einfach nicht. Das ist leider so im Leben. Ich kann dir fünfmal sagen, das macht so und so und dann funktioniert es. Wie ihr das vielleicht von euren Kindern kennt. Ihr sagt, hey, bitte nicht dahin gehen, bitte nicht auf die Herdplatte fassen, bitte nicht XYZ. Und die Kinder werden sagen, ja, sicher, sicher. Und dann werden sie es einmal machen, ihre eigenen Erfahrungen machen und dann eben auch die Konsequenzen daraus ziehen. Und so ist es eben auch mit den Strategien. Die beste Strategie bringt dir am Ende nichts, wenn du sie nicht konsequent und optimal umsetzt. Und deswegen gucke ich mir auch gerne mal die Statistik an. Durchschnittlicher Gewinn für diese Strategie lag bei 7,5%. Das ist sehr gut, ohne Hebel, wie gesagt. Ich konnte mir hier 16 Bundestagswahlen angucken, habe zwei Transaktionen gemacht, 40 Handelstage. Vor dem Referenzpunkt bin ich short, danach entsprechend 40 Handelstage long. Trefferquote ist mit 62,5% okay. Machen wir uns nichts vor, da gibt es bessere Strategien. Aber ich liege in jedem Fall öfter richtig als falsch. Das ist emotional und psychologisch deutlich besser. Ich würde gerade Börsenanfängern auch immer nur zu Börsenstrategien raten. Stichwort Schwierigkeit von Trendhandel. Zu Börsenstrategien raten, die eine deutlich positive Trefferquote aufweisen. Also am besten über 60%, weil es ist einfach schöner, Recht zu haben an der Börse. Und wie viel du dann gewinnst, das ist ja nur die Ableitung aus dem Profit-Faktor. Aber die meisten tun sich eben leichter, wenn sie öfter am Markt gewinnen. Und deswegen würde ich am Anfang immer auch eine Trefferquote von über 60% empfehlen. Was hier besonders gut ist, ist der Profit-Faktor, also Gesamtgewinn durch Gesamtverlust. Es gibt ganz wenige Ausreißer in dieser Strategie. Wenn es mal läuft, dann kann es astronomisch gut laufen. Zeige ich dir gleich mal. Das musst du natürlich durchhalten. Und wie gesagt, ich meine 16 Bundestagswahlen, da habe ich also hier über 60 Jahre analysiert. Das ist natürlich auch kein kleiner, kurzer Zeitraum. Das ist eine sehr lange Periode. Aber wenn es klappt, klappt es eben sehr, sehr gut. Und ich zeige dir gleich das Excel dazu. Und dann reden wir darüber, wie wir die Strategie jetzt auch perfekt in die Praxis umsetzen können. Ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen, weil ich dir noch andere Sachen zeigen möchte. Ich will dir nur mal zeigen, was da auch für Arbeit drinsteckt. Und vielleicht machst du dir mit deinen Investmentstrategien und Ideen genauso viel Arbeit. Vielleicht machst du dir auch weniger Arbeit. Das weißt du selber. Ich will dir einfach nur mal zeigen, wie so ein Portfolio-Manager vorgeht. Also siehst hier zum Beispiel alle Renditen vom DAX von 1960 fortfolgen. Also hier, keine Sorge, ich gehe das jetzt nicht alles mit dir in Ruhe durch. Aber du siehst hier alleine ein Datenset von 15.000 Datenpunkten mit den verschiedenen Renditen im DAX. Das war meine Ausgangssituation. Das habe ich mir angeguckt. Dann habe ich geschaut, naja, mich interessiert ja nicht der DAX und seine Performance über die Zeit.
Wie gesagt, das sind hier Daten auch über eine Rückrechnung. Vor 88 konnte man ja aus dem FAZ-Index auch den DAX berechnen. Und dann habe ich zum Beispiel geguckt, naja, jetzt möchte ich nur die Wahltermine mir anschauen. Das sehe ich dann hier zum Beispiel. Hier sehe ich zum Beispiel die Bundestagswahl 2013. Hier sehe ich die Bundestagswahl 2017. Und ich sehe eben hier immer diese Perioden vor der Wahl. Dann habe ich mir die einzelnen Ergebnisse angeguckt. Und zum Beispiel 61 hätte diese Strategie insgesamt einen Gewinn gebracht von 12,81%. 65 war es ein Verlust von 5%. Gewinn, Verlust, Gewinn, Verlust, Verlust. Hier gab es 12% Verlust und hier 98 und 2002 gab es natürlich zweimal den mega, mega guten Gewinn. Das war natürlich super. Auch die Jahre danach hat die Strategie gut funktioniert. 2017 hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Daraus kann ich dann die Trefferquote ableiten und auch den Profitfaktor. Und was mir auch wichtig ist, wenn ich zum Beispiel hier diese beiden Trades nicht gemacht hätte, wäre es trotzdem immer noch ein relativ guter Profitfaktor. Also die Strategie für mich, Gesamtgewinn durch Gesamtverlust ist, wie gesagt, der Profitfaktor lohnt sich. Und hier siehst du auch, wie das dann berechnet wurde. Also da kann man eine Menge Statistik machen. Dann habe ich den Durchschnitt berechnet. Das war das, was ich dir gerade gezeigt habe. Und ich finde das gut, auch so ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Vielleicht kriegst du auch ein Gefühl dafür. Und was mir dann auch immer sehr hilft, ich habe mir dann die einzelnen Jahre mal angeguckt. Also hier siehst du die Periode, was passiert, wenn du 40 Kalendertage vor der Bundestagswahl short bist. Falscher Zeiger. Wenn du 40 Tage vor der Bundestagswahl short bist, also auf fallende Kurse setzt und dann 40 Tage nach der Wahl wieder auf steigende Kurse setzt. Und dann siehst du eben hier, Short hat gut funktioniert, Long hat auch gut funktioniert. Das war zum Beispiel 61 der Fall, das war ja auch etwas, wo es gut funktioniert hat. Dann 65 hat zum Beispiel gar nicht gut funktioniert. 69 hat gerade die Long-Situation, also nach der Wahl, gut funktioniert. 72 war es andersrum. 76 hat es insgesamt funktioniert, aber nur mit einem ganz kleinen Profit. 98 hat es durchgängig wunderbar mit 70% funktioniert. 2002 war die Shortphase am Anfang zum Beispiel relativ schlecht, konnte dann noch deutlich aufholen und das Ende hat gut funktioniert. Und du merkst schon an diesen unterschiedlichen Verläufen, hier auch aus der kürzeren Vergangenheit mit dieser Strategie, wie schwierig das ist. Und stell dir vor, du setzt die Strategie jetzt hier das erste Mal um, 2013, wo es insgesamt auch einen Gewinn gab. Aber du merkst dann schon, oh, bist vielleicht auch ein bisschen spät reingegangen, hast erst beobachtet. Und merkst dann auf einmal, oh, 6% Verlust oder 8% Verlust. Und dann gehst du vielleicht raus und die nächsten 30 Handelstage im Long hätten dann die Performance gemacht. Und da merkst du schon so ein bisschen, wo auch die Probleme sind. Deswegen ist mein Tipp aus der Praxis, ganz klar immer nicht nur eine Strategie handeln, sondern mehrere Strategien. Das bringt dir auf jeden Fall Ruhe und natürlich auch mehr Signale, was ja auch gut für die Statistik ist, um dadurch auch ein besseres Gefühl zu bekommen. Und 2017 hatte ich die Strategie zum Beispiel auch gehandelt. Das war eine meiner zahlreichen Strategien, die ich eben auch in die Praxis umsetze. Und da habe ich de facto 2% verloren oder ein bisschen mehr. Das war jetzt nicht schlimm, das ist kein großer Verlust. Aber dafür, dass ich 4 Jahre auf dieses Signal warten durfte, fühlt es sich natürlich so ein bisschen komisch an. Aber so ist es halt an der Börse. Du kannst nicht jederzeit immer nur Gewinne machen, sondern du musst eben die Strategien haben und die dann emotional sauber auch optimal in die Praxis umsetzen. Das ist hier die Statistik. Und jetzt kommen wir auch gleich dazu, wie wir das optimal dann noch in die Praxis reinbekommen. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Fragen noch, ob da was fehlt. Statistik, genau, ist ein kleiner Rechtschreibfehler, danke für den Hinweis. Also genau. Fragen habe ich nicht mehr gesehen. Von daher nur noch mit dem Datum nochmal. Das gab, glaube ich, ein bisschen Verwirrung, aber das hast du, glaube ich, ja schon nochmal geklärt. Genau, das haben wir, glaube ich, geklärt und wie gesagt, ich gebe auch gleich die Erinnerung, wer das dann wirklich aktiv handeln möchte, auch mit den Zertifikaten von der DZ-Bank, kriege ich dann gleich von mir den Hinweis. Vielleicht auch so ein bisschen die Idee, wie kann man das noch verbessern? Ich habe mir dann auch angeguckt, wie ist es denn mit den verschiedenen Parteien? Kann ich irgendwas daraus ableiten, wenn jetzt Umfragen schon sind? Habe ich herausgefunden, nein, das geht nicht. Also ist völlig egal, wer an die Macht kommt. Das Verhalten ist immer eher vorher runter und danach eher hoch. Kann ich da irgendwas von der Wahlbeteiligung ableiten? Also bedeutet zum Beispiel eine hohe Wahlbeteiligung eine besonders gute Signalgüte, bedeutet eine geringe Wahlbeteiligung eine besonders schlechte auch wieder noch. Also hier ist auch nichts dran abzuleiten. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, was ist denn gut an der Strategie? Was würde mir im Analysen gut tun? Was ist eben gut für mich zu handeln? Ist auf jeden Fall ein sehr einfaches System. Ist jetzt nichts überoptimiertes mit 35 Indikatoren. Es ist sehr leicht umzusetzen, weil ich nur 2 Transaktionen habe. Die Strategie ist sehr, sehr, sehr lang zurückgesucht, untersucht. Das finde ich auch sehr positiv. Den DAX kann ich wunderbar handeln, hat eine hohe Liquidität, nur geringe Transaktionskosten, eindeutig erklärbar und die Resultate sind über die Zeit relativ stabil. Also 2 Ausreißer, klar, aber trotzdem auch ohne die Ausreißer hat das eine gute Performance. Schlecht konnten in Anführungszeichen nur 16 Wahlen untersucht werden. Die Wahl findet ja nur alle 4 Jahre in der Regel statt.
kein Stop-Loss, da kann eben jetzt das ATM-Modell wieder helfen durch den Trader. Und was kann ich jetzt verbessern? Ganz klar, ich könnte hier zum Beispiel individuelles Timing anlegen, indem ich wirklich Trading betreibe. Dazu kommen wir gleich. Ich könnte eben gucken, die Strategie funktioniert ja, egal ob es einen Regierungswechsel gibt oder nicht, aber vielleicht könnte ich irgendwas noch aus Wahlprognosen herleiten, könnte es also vielleicht hier noch weiter verbessern. Auch interessant, eine Woche nach der Wahl zu kaufen, hat eben eine sehr hohe Trefferquote. Also die Long-Seite funktioniert statistisch gesehen besser als die Short-Seite. Das ist nicht unüblich. Normalerweise fallen die Kurse eben weniger, als dass sie steigen. Deswegen ist die Long-Seite eben hier mit einer besseren Trefferquote auch besetzt. Die meisten Wahlen waren eben im September. Das könnte hier mit saisonalen Effekten auch noch mit zusammenhängen. Ist die Frage, was jetzt kausal wichtiger ist, ob September ist oder ob die Wahl ist. Aber das ist ja auf jeden Fall auch ein Argument. Und vor der Wahl Short bringt in der Regel auch größere Gewinne als nach der Wahl Long. Und man könnte zum Beispiel auch über Optionen handeln oder auch anderweitig. Und jetzt kommen wir wieder zum ATM-Modell zurück, also die Analyse, eine von den dreien, die ich heute vorstellen darf, wie gesagt, jetzt sehr ausführlich, um da auch ein gutes Gefühl zu entwickeln. Die Analyse ist da relativ eindeutig, also vor der Wahl Long, nach der Wahl, vor der Wahl Short, nach der Wahl entsprechend Long. Ich denke, das ist nicht schwer. Jetzt kommen wir aber hier zum Trader. Mensch, wie soll der das denn umsetzen? Und da gibt es sicherlich bei 200 Leuten, die diese Strategie vielleicht hören und kennen, 200 unterschiedliche Interpretationen. Und es geht ja auch schon los mit dem Manager dann. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt meine Aktien verkaufen? Welche Aktien soll ich dann nach der Wahl kaufen? Soll ich das Derivativ umsetzen? Welchen Hebel soll ich zum Beispiel machen? Oder stell dir vor, du hast vielleicht schon ein großes Investmentdepot mit 100.000 Euro und möchtest jetzt vor der Wahl einfach eine Absicherung vollziehen. Also all das ist ja auch dann schon wieder sehr psychologisch und ist schon sehr stark auch für dich vielleicht eine Entscheidung, die du treffen darfst. Deswegen ist es ja alles andere als trivial. Und ich will einen ganz kurzen Ausflug mit dir machen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt das Trader- und Management-Thema nur mal kurz betrachtest, dafür habe ich dir auch eine Unterstützung gegeben, und zwar ist das der SMS-Signale-Börsenbrief. Da kannst du hier im Chat jetzt auch deine Daten eintragen und dann wirst du an dieses Signal auch erinnert. Ich werde das mal alle senden. Zack. Also guck gerne jetzt in den Chat rein, dann findest du die Erinnerung, wenn dieses Signal dann kommt. Und dann kannst du hier deine Handynummer eingeben, kannst dann hier deine E-Mail eingeben und dann kriegst du auch das Signal und kriegst dann eben auch eine vorgeschlagene WKN. Aber da geht es ja auch schon los. Wenn du jetzt auf der Seite von der DZ Bank bist und den richtigen DAX in Anführungszeichen dir raussuchen möchtest, siehst du ja auch, es gibt nicht ein Derivat auf den DAX, sondern wenn du vorher zum Beispiel auf fallende Kurse setzen möchtest, kannst du ja hier auch verschiedene Hebel dir anzeigen lassen. Du findest alleine hier nur auf die fallenden Produkte 282 weitere Produkte. Oder wenn du hier die Endlos-Turbos nimmst, kannst du hier ganz viele verschiedene Produkte auswählen. Deswegen merkst du ja auch schon, es ist ja nicht trivial, jetzt zu sagen, auf fallende Kurse zu setzen, sondern du musst ja eine Menge mehr dann auch noch beachten, wenn du eben tatsächlich hier die Produkte dann auch investieren möchtest. Welchen Hebel gehst du ein? Ja, wie gehst du damit um, wenn du eben vielleicht einen 5er-Hebel nimmst, dann aber jetzt ein 5% Drawdown entsteht, was dann 25% Verlust bei dir bedeutet. Also das alles ist natürlich psychologisch sehr, sehr wichtig und spielt eben hier im ATM-Modell auch eine wichtige Rolle. Und diese Analyse, wie sie jetzt vorgestellt wurde, ist halt sehr einfach, aber du wirst merken, wenn du dann den SMS-Signale-Service, den Börsenbrief da auch kostenlos für dich nutzt, das Signal dann Anfang August kommt, die WKN dann verschickt wird, dass es dann doch gar nicht so einfach ist. Und du dich fragst, naja, was passiert denn, wenn es dann 5 Tage erstmal steigt? Ist die Idee dann trotzdem noch richtig? Und. Und das ist eben alles im Rahmen dieses ATM-Modells, die Verbindung zwischen eben dem Trader und dem Analysten. Die müssen eben perfekt arbeiten. Was ich dir so mitgeben kann, vielleicht als erste und einfachste Idee, was mir persönlich sehr geholfen hat, ich würde halt niemals, wenn ich eben weiß, dass diese 40 Handelstage vor der Bundestagswahl die Kurse sich eher schwer tun, Excel hatte ich dir gezeigt, dann würde ich niemals als Trader in dieser Phase extrem long sein. Das heißt also ab August, wenn dieses Signal dann kommt, würde ich als Trader nie extrem long sein, sondern würde aufgrund dieser rationalen Analyse auf fallende Kurse setzen. Und was ich dir auch vermitteln kann, ist im Management, die meisten scheitern nicht daran, dass sie schlechte Strategien haben, die meisten scheitern daran, dass sie eigentlich mit guten Strategien zu viel Hebel gehen. Und das klingt jetzt wieder langweilig, jeder will schnell reich werden, aber in der Börse geht es darum, langsam reich zu werden. Das ist so die Grundidee aus dem Management, wie in einer guten Firma auch. Die meisten Firmen scheitern daran, dass sie zu schnell wachsen wollen, zu schnell Mitarbeiter einstellen. Gutes, solides, langweiliges Wachstum ist halt im ATM-Modell eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch langfristig Vermögen aufzubauen. Und das sieht man hier zum Beispiel auch, Mensch versus Maschine. Du musst ja auch gar nicht diese Analysen händisch handeln. Du kannst ja auch sagen, du lässt das zum Beispiel einen Roboter machen, einen Expert-Advisor, oder du fragst deine Frau, ob sie immer deine Analysen handelt, und vielleicht kommt dir das jetzt komisch vor, aber ich kenne im Coaching Menschen, die wirklich sehr, sehr gute Analysen machen, die sich aber sehr schwer tun, das umzusetzen, weil sie zum Beispiel permanent in die Kurse gucken und permanent aufs Handy schauen. Und die Idee dahinter ist ganz einfach: Wenn du zum Beispiel das externalisierst,
an einen Trading-Partner oder auch an deine Frau oder deinen Mann weitergibst, der das einfach nur umsetzt, wie ein Roboter quasi ohne Emotionen deinem Auftrag folgt, ist es eben deutlich leichter, auch hier zu gewinnen, als wenn du es immer mit der menschlichen Komponente versiehst. Obwohl die menschliche Komponente auch einen sehr großen Vorteil bringen kann. Stell dir einfach mal vor, du handelst diese Strategie 20, 30, 50 Mal oder auch andere Strategien, dann wirst du dadurch natürlich auch einen gewissen emotionalen Vorteil erzeugen. Wenn du eben immer wieder das gleiche Verhalten testest, ist es wie wenn du eben immer wieder auf einen Markt guckst, dann wirst du mit der Zeit bessere Ergebnisse leisten, du wirst bessere Ergebnisse erzielen, weil du eben auch hier entsprechend besser wirst. Und das Gehirn dazu lernen, diese Neuroplastizität, umso öfter du einen bestimmten Prozess durchläufst, also nicht zufällig irgendwas machst und nicht weißt, warum was passiert, sondern wenn du ganz bewusst einen Prozess durchläufst, umso besser können eben deine Ergebnisse werden. Und da würde ich gerne noch zwei Beispiele machen. Ich glaube, die Strategien sind schon bekannt, deswegen würde ich das ganz kurz machen. Ich würde aber trotzdem nochmal die Kurzumfrage hier einstellen. Kennst du die Strategie Monatsultimo schon? Da geht es darum, zum Monatswechsel in Aktienmärkte zu investieren, über den Future hauptsächlich. Eine meiner ja, Brot- und Butter-Strategien, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass sie jeder kennt. Gerne abstimmen, entweder oben, ja, ich kenne die Strategie schon oder nein, ich kenne sie nicht. Heißt Monatsultimo-Effekt. Die Grundidee dabei ist, dass die Kurse eher zum Monatswechsel steigen und in der Mitte des Monats nicht mehr so gut laufen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich merke, die Quote ist auch noch sehr hoch. Dankeschön. Und spannend. Also ich merke, dass auch immer wieder neue Teilnehmer dabei sind. Das spricht ja auch für die Qualität der Webinare. Also hier, die Hälfte sagt, ja, ich kenne es und die andere Hälfte sagt, nein, ist mir gänzlich neu. Deswegen kann ich jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, weil ich, wie gesagt, hier dachte, die meisten kennen die Strategie schon. Ist von der Grundidee auch ganz, ganz einfach. Du siehst die Statistik hier schon im Hintergrund. Die Idee ist, dass um den Monatswechsel, also jetzt Januar, Februar und so weiter, dass die Märkte tendenziell um den Monatswechsel eher steigen. Warum? Weil das Geld aus den Sparplänen in den Markt reinfließt. Das macht ja auch Sinn, wenn du zum Beispiel einen Sparplan hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du diesen Sparplan zum Monatswechsel anlegst und der dann eben monatlich in den Markt investiert. Und der Fondsmanager auf der anderen Seite weiß ja genau, oh, das ganze Sparplangeld kommt jetzt wieder rein. Ich muss jetzt Aktien kaufen. Und die Strategie sagt dann, okay, 5 Tage vor dem Monatswechsel kaufe ich die Aktien, 5 Tage danach verkaufe ich es wieder. Das ist hier statistisch auch nochmal sehr sauber und schön aufgearbeitet. Kann dir eben auch einen ganz einfachen Vorteil geben. Und im Rahmen des ATM-Modells könntest du zum Beispiel auch sagen, naja, wenn der Monatswechsel ist und die Kapitalflüsse in den Markt rein sind, dann möchte ich ja nicht unbedingt short sein, weil dann würde ich mich ja gegen die großen Kapitalflüsse stellen. Und wenn ich eins im Fondsmanagement gelernt habe über viele Jahre, stell dich niemals gegen das große Geld, weil da wirst du immer verlieren. Hier nochmal anders dargestellt für diejenigen, die es noch nicht kennen. Ganz simple Idee, Strategie Monatsultimum. Ich habe hier mal seit 1900 27 aus Bloomberg die Daten genommen und ich habe mal geguckt, was passiert denn an den ersten Handelstagen im Monat? Also wenn die ersten 4 Handelstage zusammengenommen werden, hätte ich hier ein sehr schönes Plus gehabt. Was passiert an den letzten Handelstagen im Monat? Auch hier hätte ich ein schönes Plus gehabt. Und in der Mitte, also alles, was nicht Anfang des Handelstages und Ende des Handelstages im Monat ist, in der Mitte hätte ich gar kein Geld verdient. Heißt also de facto über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, der natürlich auch hier empirisch sehr deutlich untersucht wurde. Das Excel vorhin hatte ich dir ja gezeigt. So werden die Datenanalysen dann auch gemacht. Kommt eben raus, dass ich in der Mitte des Monats gar kein Geld verdiene, sondern das Hauptgeld, also die Hauptrendite im Markt, eher am Anfang des Monats und am Ende des Monats verdient wurde. Heißt auch für dich, wenn du jetzt im kurzfristigen Trading zum Beispiel bist, kaufe eher am Monatsanfang Aktien oder trade eher um den Monatswechsel long. Und wenn du in der Monatsmitte bist, dann guck doch vielleicht, dass du eher auf fallende Kurse setzt. Und wenn du zum Beispiel Chartanalyse beherrschst oder Sentimentanalyse, kannst du das hier wunderbar kombinieren. Und wenn du sagst, ja, ich möchte ganz konkrete Signale mal haben, dann findest du im Chat ja den Link, wo du entsprechend auch diese Signale dann mal bekommst. Hier vielleicht noch der Hinweis, den Monatsultimo, den werde ich im Juli, August und September aussetzen, weil es da eben immer regelmäßig wieder zu höheren Volatilitäten kommt. Das auch, und das korrespondiert ja auch mit dem anderen, mit der anderen Strategie Wahlgeschenk. Passt da eben nicht gut zusammen. Hier nochmal eine kleine Auflockerung für zwischendurch. Eins meiner Lieblingsbilder. Und schreibt mir gerne mal in das Fragenfenster, was ihr hier seht. Schreibt mir gerne mal rein, was seht ihr in dem Bild? Und damit möchte ich ein Stück weit illustrieren, wie die Börse sich vielleicht auch verhalten kann. Schreibt mir gerne mal in den Chat, was ihr hier seht.
Ein Pärchen, Mann und Frau. Pärchen, Fische, Liebespaar, ein Paar. Ja, sehr schön. Zwei Delfine, sehr gut. Delfine, also die Meinungen gehen auch hier auseinander. Es ist wie an der Börse auch. Man sieht offensichtlich das gleiche Bild. Und für alle, die jetzt hier, ja, fand, sehr gut. Für alle, die jetzt hier ein Pärchen sehen, sehr gut. Ihr habt eine eindeutige Ausprägung in eurer Wahrnehmung. Ich habe auch lange Zeit nur das Pärchen gesehen. Für alle anderen, sehr gut. Ihr seht vielleicht auch etwas mehr. Es sind tatsächlich auch Delfine auf dem Bild. Könnt ihr mal überlegen, wie viele Delfine da tatsächlich zu sehen sind? Und wenn ihr es nicht alleine schafft, fragt eure Kinder, wenn sie gerade irgendwo in der Nähe sind. Die werden hoffentlich nur die Delfine sehen und nicht das Pärchen. Und während ihr noch fleißig zählt mit Blick auf die Uhr, würde ich das gerne mal hier einzeichnen. Also hier unten, ich darf da mal hin. Das ist der erste Delfin. Hier ist die Schwanzflosse. Hier ist der zweite Delfin. Sieht ein bisschen aus wie so eine Bombe. Hier ist der dritte Delfin. Der vierte Delfin ist hier so auf dem Kopf. Der fünfte Delfin. Der sechste Delfin. Hier ist der siebte Delfin, achte Delfin. Hier ist nur so ein ganz kleiner, putziger, der neunte Delfin. Und sieht man jetzt vielleicht nicht so schön mit dem Stift, aber könnt ihr euch in der Aufzeichnung ja anschauen. Neun Delfine sind in diesem Bild. Und das zeigt ja auch, wie unterschiedlich die Börsenwahrnehmung ist. Der eine macht eine fundamentale Analyse, der nächste nur technische Analyse. Ich habe mich mit allem sehr viel und sehr lange mal beschäftigt. Wie gesagt, im Portfolio-Management hat man dafür ja auch unglaublich viel Zeit. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass mit diesen Ansätzen, über die Strategien, mit dieser Logik im ATR-Modell, was Klares, Rationales, Objektives, man sehr gut starten kann und dann mit dem Bauchgefühl hier noch ein Stück weit weiter verbessern kann. Und eine ganz andere, einfache Idee ist der Friday Gold Rush. Die Strategie am Freitag immer Gold zu kaufen, hatte ich hier für die DZ-Bank ja auch schon mal vorgestellt. Ich habe hier nochmal eine Analyse gemacht über R. Da kann man eben auch zum Beispiel gucken, wenn jetzt auf Freitag auf Montag die Kurse im S&P steigen. Das ist eigentlich unüblich. Also wenn am Montag quasi die Börse im Plus ist, hier sieht man jetzt nur die Performance am Montag. Also hier sieht man nur die Performance am Montag im S&P. Dann deutet es zum Beispiel auch darauf hin, dass eher Privatanleger momentan den Markt hochkaufen, nicht so sehr institutionelle. Und dann sieht man zum Beispiel auch sehr deutlich über die Jahre, dass diese Strategie nicht so wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, da fehlt jetzt ein bisschen die Zeit, das zu intensiv vorzustellen. Aber sowas könnte man im Trading dann zum Beispiel auch berücksichtigen. Wenn diese Grundidee am Freitag, Gold Long zu sein, eigentlich eine coole Idee ist, könnte man dann ein Stück weit weiter mit optimieren. Und zum Beispiel sehen wir ja seit Jahresanfang, dass gerade eben auch der Montag, und das spricht ja auch heute wieder für den Börsentag, ein sehr, sehr positiver Tag ist. Und das ist eigentlich unüblich, weil historisch ist es so, dass Montag und Freitag eher schlechte Kurse sind und sowas würde ein guter Trader natürlich aufnehmen, das würde er spüren und würde damit eben auch seine Ergebnisse ein ganzes Stück weit verbessern können. Also ich habe dir drei Strategien gezeigt, das Wahlgeschenk sehr lang, den Monatsultimo mittellang und den Gold Rush sehr kurz. Mit der Idee, die Strategie sollte immer der Anfang einer Analyse sein, also an alle 35%, wenn ihr keine Börsenstrategie habt. Überlegt euch bitte eine, nehmt bitte auch eine, die funktioniert, kopiert da gerne auch. Ihr müsst euch das ja nicht selber ausdenken. Und alle, die Strategien haben, bleibt dabei. Setzt nicht nur eine Strategie an, sondern kombiniert das, um dadurch eben die besten Ergebnisse für euch zu erzielen. Und wenn ihr das regelmäßig macht, dann ist zumindest meine Erfahrung, dass man da auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und zusammen mit der DZ-Bank würde ich euch da gerne auch unterstützen, bevor wir gleich in die Fragen reingehen. Also wenn ihr mögt, dann findet ihr eben hier mein Angebot völlig kostenlos. Könnt ihr da 3 Wochen von meinem Signaldienst profitieren, von smssignale.de. Könnt ihr also hier entsprechend euch den Signaldienst holen. Ich werde das nochmal im Chat teilen. Das ist www.smssignale.de und da gibt es hier einen sehr aufwendigen Gutscheincode, damit ihr das auch ja 3 Wochen umsonst bekommt und nicht dafür Geld ausgibt. Völlig kostenlos, ist unverbindlich. Ihr müsst da keine Bankdaten oder ähnliches angeben. Könnt einfach diesen Börsenbrief für euch nutzen. Und da werden dann eben diese Strategien wie der Monatsultimo, der Gold Rush oder eben auch dieses Wahlgeschenk, die werden dann entsprechend für euch da aufbereitet. Ihr bekommt eine SMS und könnt euch daran eben orientieren und habt zumindest einen Hinweis, in welche Richtung hier der Markt auch laufen könnte, mit einem statistischen Vorteil. Und für alle, die die Strategien spannend finden, hier seht ihr zum Beispiel auch nochmal Friday Gold Rush oder Monatsultimo, falls die Hälfte nicht kannten. Hier ist es halt auch nochmal erklärt mit einer kurzen Beschreibung und mit den kurzen Daten, die dann auch immer aktuell gehalten werden. Und man sieht eben zum Beispiel auch, hat ja zum Beispiel dieses Jahr wieder extrem gut funktioniert. Und was ich sagen kann, ist gerade mit der Psychologie dahinter, es ist Strategie und Umsetzung, das ist entscheidend. Ich finde dieses ATR-Modell da sehr spannend. Hab eine klare Analyse. Für mich sollte die objektiv und rational sein. Also jemand anders sollte die auch handeln können, nachvollziehen. Dann solltest du es gut traden, gut umsetzen. Und du solltest dein ganzes Geschäft als Business verstehen. Du solltest es managen. Denn nur so kannst du langfristig
wirklich an der Börse erfolgreich sein. Und damit ist es eine Punktplanung um 20 Uhr. Ihr schenkt mir eure Zeit. Ich will sie nicht strapazieren. Gerne kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr noch über das ATM-Modell erzählen. Es hat praktisch wirklich ganz tolle Implikationen. Grundidee ist auf jeden Fall angekommen. Ich schaue nochmal ins Fragefenster rein und freue mich dann, lieber Falco, wenn du auch wieder übernimmst. Ja, André, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, das war wirklich mal ganz wichtig, auch mal zu zeigen, wie kann ich denn versuchen, Emotionalität an der Börse eben auszuschalten, indem ich die Möglichkeit habe, hier ein klar regelbasiertes System zu haben, dem ich ganz einfach folgen kann. Natürlich ist die Herausforderung, das auch durchzuhalten. Du hast es schon gesagt, also nicht beim ersten oder zweiten Mal, wenn es nicht funktioniert, gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Aber im Endeffekt, da an der Börse ist auch Durchhaltevermögen immer dargebracht. Ich habe letztens noch mal gelesen, ich glaube, 60% aller Lebensversicherungen werden nicht bis zum Ende durchzuhalten. Also, und das ist ja wirklich, da muss man eigentlich aktiv werden. Das heißt, man muss was tun, man muss an die Gesellschaft herantreten, man muss das einen Teil des Geldes abschreiben. Also man zeigt aber, wie schwierig das so ist, langfristig was durchzuhalten. Aber da nur so wird man an der Börse. Schnell wird man nicht reich, sondern eben nur, ich sag mal, mit einer guten Strategie und dem man auch einen gewissen Langmut mitbringt. Ich gucke auch noch mal kurz in das Fragefenster. Genau, der Gutscheincode, da fragte noch mal jemand, der ist das DZ Bank oder sagt das noch mal kurz? Passend zum Webinar natürlich DZ Bank und es ist wichtig, den einzugeben, damit es eben auch umsonst ist. Genau, DZ Bank ist der Gutscheincode. Den Link hat André mehrfach in den Chat hineingepostet. Auch dann noch mal eine Rückfrage. Ich trage kurz meinen Bildschirm noch mal eben. Wer sagte, das eine oder andere ging mir vielleicht ein bisschen zu schnell? Das möchte ich mir noch mal anschauen. Das Webinar wird ja aufgezeichnet und dann zeige ich ja noch mal kurz, wie Sie das schnell und einfach nachschauen können. Hier oben habe ich auch noch mal in den Chat reingepostet. Haben wir hier den Link und da haben Sie die Möglichkeit. Dann kommen Sie auf den Guidance Desktop von der DZ Bank. Das ist eine eigene unterprogrammierte Seite auf Guidance. Und wenn Sie dann entsprechend hier, ich bewege das mal ein bisschen, hier auf den Stream gehen, dann haben Sie im Endeffekt natürlich hier die Ankündigung und ja, Mittwochvormittag etwa werden Sie entsprechend dann hier die Strategie nochmal kurz zusammengefasst sehen und dann haben Sie auch die Möglichkeit, dann entsprechend sich die Webinaraufzeichnung nochmal anzuschauen. Auch grundsätzlich kann ich gerne nochmal hier auf diesen Stream verweisen. Ich gehe mal ein bisschen runter. Da haben wir zum Beispiel auch jeden Tag technische Analyse zum DAX oder auch aktuelle Analysen zu Einzelaktien eingestellt. Also hier oben den Link, den habe ich Ihnen auch nochmal in den Chat hineingepackt. Da können Sie im Endeffekt gerne auf dem Guidance Desktop hier im Stream der Z-Bank-Experten sich das mal anschauen. Wir haben aktuell hier rund 12.000 Follower. Sie sehen es hier unter. Also im Endeffekt sind schon viele dabei, die das entsprechend auch gut finden. Daumen hoch quasi. Ansonsten mache ich noch mal kurz für die letzten paar Minuten die Folien an. Da sind sie. Wir haben Disziplin beim Anlegen und Training gelernt über ein regelbasiertes System. André hat da verschiedene Strategien vorgestellt, sodass man auch möglichst wenig emotional das einfach regelbasiert umsetzen kann. Bei den Fragen, da schaue ich noch mal kurz drauf. Da hast du mittlerweile genau alles noch mal beantwortet. Deswegen würde ich auch hier einen Haken dran machen und dann komme ich nochmal auf die Vorstellung des Webinars von nächster Woche. Da ist mein Kollege Markus Landau wieder dabei und er hat Ingmar Königshofen und Stefan Feuerstein von der Trading-Gruppe 2.0 zu Gast, die entsprechend auch wieder aktuelle Analysen durchführen zum Markt und zu Einzelwerten. Und wir haben es bei diesen Webinaren immer so gemacht, dass wir viel Zeit für Fragen lassen, mindestens so 20 Minuten. Also schalten Sie sich gerne ein und fragen Sie entsprechend dann auch, welche Einzelwerte dort analysiert werden sollen, Marktüberblick und Ihre Wunschanalysen dann hier nächste Woche am 19.07. bei der Trading-Gruppe 2.0. Ansonsten gucke ich nochmal kurz in meine Agenda. Ja, André, ganz herzlichen Dank natürlich nochmal für deine Ausführungen und Analysen. Ich glaube, du hast uns wirklich viele tolle Sachen mitgebracht. Ich wiederhole mich da gerne nochmal, um dieses regelbasierte und wenig emotionale Thema an der Börse ranzubringen, was hier entsprechend auch wichtig ist. Auch an Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar interessante und wichtige Einblicke geben, das Thema Börsenpsychologie jetzt nochmal ein bisschen näher bringen, damit Ihnen das nicht das Gleiche passiert wie den armen Kerlen gestern, dass Sie entsprechend den Elfmeter dann am Tor vorbeiballern, beziehungsweise ich glaube, er ging an die Latte. Deswegen keiner von uns jetzt besser gekonnt, aber ist natürlich immer natürlich ärgerlich, wenn entsprechend Emotionalität dann so kurz vorm Ziel einen dann etwas durch die Lappen bringt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wir sind nächste Woche wieder dabei.
Ansonsten bedanke ich mich nochmals, wünsche Ihnen jetzt hoffentlich noch einen schönen sonnigen Abend. Machen Sie es gut, wieder eine erfolgreiche Handelswoche. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie natürlich gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.